Im Geiste ist sie immer bei dir. Aber wird das mal längere Zeit nicht gut gehen. So, komm. Oh ja, endlich Probe fahren. Aber bitte lass mich selber fahren. Ach man, ich will selber fahren. Da, es werden noch ein paar Kilometer, da kann ich doch Spaß haben. Ah, Ladebildschirm. Der Turm dieser Leute. Ah, der Traum dieser Leute. Der Turm. Yes! Ich darf Rover fahren! War natürlich schön Vollgas hier. Oh, Mass Effect lässt grüßen. Jetzt fehlen nur noch die Monster. Claire? Könnt ihr mich hören? Ja, Gott sei Dank. Ich höre euch. Kat, wie schön, dich zu hören. Cassie? Claire? Nope. Hat sie nicht. Was ist das hier? Tut mir leid. Ich, Ja, wir können aber auch nicht aussteigen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bitte, lass uns nicht. Also ich. Lass uns zu den Archen gehen und die Mission fortführen. Bitte. Wir haben den Monolithen erreicht. Wo bist du? Ich komme in der Nähe. Ich gehe jetzt zur Arche. Gut. Dann bis gleich. Und Kat, wenn du reden willst, ich bin da. Nein, ich. Bis später dann. Oh, cool. Deinen funktionierenden Aufbruch, der dich zu uns bringt. Wir warten, bis du weitergehst. Achte auf dich. Ja, kann ich da nicht einfach aussteigen und so? Okay, dann anderer Weg. Wie wär's denn mit Querfeldein? Geht das? Oh ja. Das geht. Jetzt außer Reichweite. Ach so, ja, warte mal. F mit verlassen. So. Ich könnte natürlich auch mal hingucken, was da steht. Schade. Das war jetzt eine kurze Aktion. Wo sind so viele Leute auf einmal hin? Das sind echt große Triebwerke. Der ganze Spaß funktioniert noch einwandfrei nach der ganzen Zeit. Das Geräusch klingt irgendwie so ähnlich wie bei D-Rail Valley. Wurden da Soundeffekte wieder genutzt? Also wiederverwendet so. Und? Oh, wie jetzt? Wir bekommen jetzt Komitee. Alles rüber. Die hatten wir auch auf dem Mond. Bevor ich zu krank wurde, hatte Dad mich überall auf der Mondkolonie rumgefahren. Diese Rover werden aber wohl kaum noch zu reparieren sein. Oh. Schaut doch eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ah, da geht's weiter. Hey, hey, servus! Hey. Du kannst dein Visier öffnen. Es gibt Luft. Ich bin auch an einer Einrichtung mit Luft vorbeigekommen. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Wo ist Sarah? Sie erholt sich ein wenig.
weiter unten. Da ist eine Tür, die du an den Streampunkt anschließen musst, okay? Das willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber... Aber? Claire war einer der tollsten Menschen, die ich kannte. Ich weiß, wie viel sie Sarah bedeutet hat und ich kann nicht... Tut mir so... Lass uns... weitergehen. Wo seid eigentlich ihr abgestürzt? Mal so nebenbei gefragt. Seid mal da. Sehr viel. Okay. Ja, dann gehen wir mal hier rein. Achso, das funktioniert nicht. Also, wie läuft das jetzt da mit dem Streampunkt? Machst du das oder gehen wir jetzt da gemeinsam rein? Ah, okay. Wir gehen gemeinsam rein. Hey. Ich sehe schon. Wir müssen diese Tür... Oh. Alles okay? Wir hatten eine harte Landung. Ihre Verletzung ist aufgerissen. Alles gut. Ist es nicht? Ich sagte, alles gut. Wir müssen Medizin finden. Kannst du den RP anschließen? Bin dran. Bringt das was, das jetzt hier so steht? Mal sehen. Halt! Nein, das wollte ich jetzt nicht. Das Ring ist ein Reflektorteilchen. Ich glaube, wir machen erstmal die Tür da auf. Genau, das jetzt. Ach, wir brauchen so einen Dämpfer. Bist du so. Ah! Ich kann hiermit ein MPT aufteilen und den Stromausstoß verringern. Könnte nützlich sein. Ach so. Was? Nein. Mach das mal so. Okay, das ist jetzt schon mal an. So. Ja, ist ja gut. So geht das schon mal nicht. So, kleines Dröhnchen. Geh mal hier unten rein. Aufheben. Gut. Jetzt haben wir zwei von denen. So, wir machen das jetzt mal so. C geht mal auf den da. Noch mehr Power? I'm not sure. Also da passt's jetzt. Aber der wird ja auch Saft brauchen hier. Weil sonst das hier nicht aufgeht. Ah. Das ist nicht die Lösung. Ah, doch. Ich war einfach nur... ich war einfach nur doof. Hä? Ach, das war jetzt eins zu viel für dich, oder was? Ah, ich hasse solche Rätsel. Ich bin da nie gut in sowas. Wir brauchen einmal mehr Power. Was ist das jetzt?
Sehr gut. Ja, das hätte sie aber auch hinkriegen können. Oh, Zwischensequenz. Hast du so etwas schon mal gesehen? Das habe ich nicht. Das ist unglaublich. Ist es. Was? Was ist das? Was immer es auch ist, es ist wohl wichtig. Sie haben es einfach als Motor bezeichnet. Und es ist genau in der Mitte der Kommandobrücke. Scheint an zu sein. Meint ihr, da ist noch jemand? Finden wir es doch heraus. Außer Betrieb. Ryan, sind das Streampunkte auf der Karte, mit denen wir ihn an den Notstrom anschließen können? Ja. Das ist gut. Aber das hier ist nicht so gut. Der einzige Punkt ist wohl ganz oben. Da ist eine Treppe, die ganz nach oben führt. Aber Sarah, schaffst du das denn auch? Ich denke, sie schafft's. Boah, jetzt würde ich so hassen, da die ganzen Treppen raufzugehen. Ich meine, das ist ja gar kein kleiner Turm. Okay, du musst es ruhig angehen. Nein, ich muss nur... Doch, mach mal eine Pause. Hier. Laut Karte ist da oben ein Meditrakt. Wir suchen dir dort ein Schmerzmittel und danach setzen wir diesen Aufzug da wieder in Betrieb, okay? Cat, wie sieht es dort aus? Verlassen. Wir sollten uns lieber nicht aufteilen. Schlechte Wir Idee. Haben keine Wahl. Okay. Ich bin auch schnell wieder zurück. Okay? Im Sadi? Was heißt das? Das beruhigt mich jetzt nicht. Nein. Nee, nicht so wirklich. Ja, statt dass der kleine Buddy ein bisschen mehr. Sollten mit wir uns besser trennen? So könnte es schneller gehen. Hoffentlich. Ja, klar. Wir suchen nach Pregabalin, Gabapentin oder Amitriptylin. Oder irgendwas, wo entweder Antikonvulsivum oder Analgetikum draufsteht. Du musst das nur wiederholen, sollte ich irgendwas finden. Ah, das sind aber gar nicht mal so schlecht ausgerüstet hier. Sarah hat nicht gesagt, was passiert ist, aber Claire war eine ihrer engsten Freundinnen. Das sollst du wissen. Schon gut, Ryan. Sie war immer distanziert. Sie hat manchmal Schwierigkeiten damit. Sie hat Albträume gehabt. Hier zu sein hat Erinnerungen geweckt, mit denen sie lange gekämpft hat. Und kann ich ehrlich zu dir sein?
Klar. Sie hat Angst, deinen Vater zu finden. Oh. Wirklich? Ja. Warum ist sie auf dieser Mission? Sie hätte doch auf der Erde bleiben können. Sarah sorgt sich. Sehr. Zu sehr manchmal. Sie daran zu hindern, die Welt retten zu wollen, ist annähernd unmöglich. Ja, wohl wahr. Verstehe. Oh, noch ein Loch. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber kommst du bald heim? Ja, mit diesem Abendessen zu mir verpassen, kriegen wir keinen neuen mehr. Einschatz beherrscht, ziemlich übler. Wir haben Monier verloren, Megan ist auf der Intensive und Pierre hat... Was haben wir gerade stabilisiert? Wir gehen jetzt 20 Minuten. Oh Mann, tut mir leid, das wusste ich nicht. Hoffentlich ist Monier besser dran. Ich bin so müde. Habibi, das ist doch verständlich. Du machst das schon 15 Stunden. Das ist Rosas 20. Stunde. Sogar Isaac ist hier und hilft, wo er kann. Ich weiß nicht, warum er... Aber er scheint von der Situation hier sehr betroffen zu sein. Nach dieser Person übernimmt die neue Schicht. Gut, wir sehen uns in ein paar Stunden. Ich hole dir was zu essen, wenn ich darf. Habibi? Haben Pierre verloren. Bin auf dem Weg. Shit. Ja, komm. Einsammeln. Hm. Was ist das? Moment. Noretisterone verzögert die Periode bis zu 19 Tage. Das war's schon mal nicht. Gibt's hier was? Oh. Da hinten. Komm. Oh. Vorhänge, die man nicht bewegen kann. Oh ja, Stahl. So, haben wir hier was? Nö. Gut, dann eins weiter nach oben. Braucht's mal ein bisschen mehr Grünzeug. Was auch immer das da ist. Wo ist das Familienfoto? Okay. Moment, was war das jetzt gerade? Ach so, weil du hier kaputt bist. Oh, Kinderabteilung. Aber ich muss zu dem Geräusch irgendwie hin. Na komm. Ach nö. Na komm. Okay, Gott sei Dank. Ihr werdet jetzt in eure Zimmer gebracht. Meldet euch bei den Vorgesetzten für die Nachtschicht. Ich habe gehört, du hast Isaac überredet, dir bei dem Projekt zu helfen. Habe ich nicht gesagt, dass es das Projekt nicht geben wird? Die Menschen brauchen Hilfe. Nein, sie brauchen Arbeit. Wenn sie die Nächte hier verbringen und nicht auf der Liste stehen, hält das einfach nur den Fortschritt auf. Und wir müssen diesen Flügel für Schwangerschaften freihalten. Stimmt, die ganzen schwangeren Frauen der Kolonie. Besser, man reserviert ihnen die Betten, anstatt real existierenden Leuten, die wirklich Erholung benötigen. Aber ich habe sie nicht bei der Genesung ertappt, oder? Wobei habe ich die ertappt, Rosa? Opposition? Dieser Ort stürzt ein, William. Die Staubstürme tragen die Wände und Decken ab. Die Mutationen in Odem sprechen für sich. Wir sitzen auf einem Planeten fest, auf dem wir nicht sein sollten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen zur Erde zurück. Diese Härtefälle sind der Preis für Evolution und Fortschritt. Wir werden es überstehen. Nach alledem, was in den letzten Jahren passiert ist, glaubst du wirklich immer noch, dass es uns hier besser geht als auf der Erde? Die Sicherheit wird sich darum kümmern. In einer Stunde ist alles wie immer. Danke für die Hilfe. Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht, Isaac. Du hörst doch auch die Stimmen in den Gängen. Wir haben Jahre hier reingesteckt und es funktioniert nichts. Nicht genug Platz, nicht genug Nahrung, nicht genug Fortschritt. Warum bleibst du einfach stumm? So einfach ist das nicht. Alle hier haben Opfer gebracht, um herzukommen. Du hast deine Familie verlassen. Willst du sie nicht wiedersehen?
Isaac, warte. Es tut mir leid, dass... Ja, nicht einfach die ganze Situation hier. Okay, da wird erstmal einfach die Tür offen gehalten. Sehen wir denn? Was war das? Ach, wieder so Energieteil. Wo musst du hin? Ah, auf einen von den Dingern hier, oder wie? Nö. Wo musst du hin? Wurde ich dann da raus irgendwie so? Was ist das? Ich mache eine Notiz davon. Gefängnisterminal. Okay. Und was ist das? Ach, wieder ein Chat. Ich weiß ja, dass du keine andere Wahl hattest, als Leander einzusperren. Aber er hat nichts, also er hat nicht wirklich Schlimmes gemacht. Ich mache die Regeln nicht, Alter. Stimmt, aber du musst auch verstehen, dass das kompletter Blödsinn ist. Du bist Codier, du stehst für MacArthur und Obache, weil du ein großer Kerl bist. Hast du mich gerade dick genannt? Nein, du wirst nur an Masse kultivieren. Ich wette, die Rationen reichen nicht. Wie soll man bei solchen Mini-Portionen Masse aufbauen? Ich kann dir 2 Monatsrationen besorgen. Einer der Packer soll sie in der Lieferung stecken. Lass sie an dir gehen und es gehört dir. Daniel? Komm schon, Kumpel. Ich weiß, du bist online. Oh. Notiere ich. Macht das. Ryan, ich habe eine ganze Sektion gefunden, die MacArthur in ein Gefängnis umgebaut hat. Oh Gott. Gewalt, Zerstörung, Diebstahl. Sie waren alle zusammen. Warum sollten sie sich das antun? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht fühlten sich manche nicht mehr dazugehörig. Vielleicht. Ja, ziemlich sicher sogar. Hier gibt es eine Apotheke. Gut, ich werde versuchen, sie zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber ich kann sie an den Stream anschließen. Gut, tu's. Ja, die Frage ist nur wie. Kleiner Robo-Guy, kannst du da was machen? Ne, dafür brauchen wir erst Saft. Lampe, dankeschön. Okay, jetzt zum Reduzierteil. Wir müssen den Strahl hier irgendwie nach oben bringen. Ah, bringt mir gar nichts. Sackgasse. Da runter ist eine blöde Idee. Nach oben haben wir es noch ein bisschen. Hey, wie kommt denn... Yeah, könnte man... Ah, da. Alles klar. So, aufschneiden. So, der Gerät. Kommt mal hier hin. Sehr gut. Was kann ich denn da schneiden? Na? Okay, krieg ich nicht hin. Strahlsteuer verwenden. Das wäre dann nicht. Okay, da mal eins zu viel für das Teil. Oder wir sind jetzt hier offen. Da ist zu. Brauchen wir hier mal diese Reduziereinheit, oder? Ja, perfekt. So, kleiner Robo-Freund, mach hier mal auf.
Ist kein gewöhnlicher ASI-Schalter, stimmt's, Ayla? Wie genau sollen wir dann... Das ist ja praktisch, Ayla. Hast du noch andere Tricks auf... Lager? Ich glaube, ich sehe da Medizin. Vielleicht ist da auch Prager Bentin dabei? Ha. Sehr schön. Perfekt. Das passt ja. Ha. Und das Antidepressiva. Sehr viele davon. Seltsam. War das Leben auf dem Mars für Sie nicht ein Traum? Okay, das ist dann wohl alles, was hier zu finden ist. Ich bring die jetzt rüber zu Sarah und dann finden wir einen Weg hoch. Ich hab da vielleicht eine Idee. Du willst hochklettern? Könnte der einzige Weg sein, wenn's sonst unpassierbar ist. Du kannst nicht allein hoch. Geht schon, ist kein Ding. Nur ich kann den Streampunkt bedienen und du solltest lieber Sarah helfen. Ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Dann pass gut auf. Werde ich. Okay, an der Stelle werde ich erstmal eine kleine Pause machen, geht dann aber für euch direkt weiter, beziehungsweise in der nächsten Episode, je nachdem wie ich schneide. Also, wünsche euch Spaß und ja, bis bald in der nächsten Episode. Oder Gott und Cut, mal gucken. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.